Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Robotik TV, dem offiziellen YouTube-Channel der Fachzeitschrift Robotik und Produktion. Heute haben wir euch wieder drei neue Produkte aus der Welt der Robotik mitgebracht, die wir im Folgenden kurz vorstellen. Mehr zum Thema Roboteranwendungen gibt es wie immer in unserer Printausgabe und unserem Newsletter. Viel Spaß! In der heutigen Ausgabe geht es um den Cobot-Greifer Gecko Singlepad von OnRobot, die Transport-Shuttles MSH5 von Montratec und das Förder- und Positioniersystem Cellovayor von Cellomation. OnRobot hat eine kompakte neue Version des Gecko-Greifers auf den Markt gebracht. Die Singlepad-Version des kollaborativen End-of-Arm-Tooling-Werkzeugs ist für drei unterschiedliche Traglasten ausgelegt. Die Art der Haftung ist der Funktionsweise von Gecko-Füßen nachempfunden. Im Gegensatz zu gängigen Vakuumgreifern soll damit auch die automatisierte Handhabung perforierter Werkstücke wie gebohrter Leiterplatten unterstützt werden. Die Haftung erfolgt mit Hilfe Millionen mikroskopisch kleiner Härchen, die sich auf den Greifoberflächen befinden. Auf ein flaches Objekt gedrückt erzeugen sie die Haftung durch Van der Waals-Kräfte. Die Ausstattung umfasst standardmäßig auch einen Quickchanger zum Wechseln des Werkzeugs. Montratec hat die autonome Sensortechnik seiner Montrak-Shuttles der MSH5-Generation weiterentwickelt. Die Sensormodule liefern jetzt mittels 5 Einzelsensoren in halbrunder geometrischer Anordnung Entfernungs- und Intensitätsinformationen entlang und auf der Transportstrecke. Mit einem vorn und hinten am Transportshuttle integrierten 5-strahligen Sensor erhält das Shuttle ein zusätzliches peripheres Rundumsichtfeld. Dieses überwacht nicht nur eine breitere Detektionsfläche für vorausfahrende Shuttles auf geraden Strecken und in Kurvensituationen, sondern erkennt auch jederzeit Störobjekte auf und neben der Strecke. Das zellular konzipierte Förder- und Positioniersystem Cellovayor von Cellomation besteht aus kleinen Förderzellen mit omnidirektionalen Antriebsrädern. Die sechseckigen Fördermodule mit jeweils 3 speziell angeordneten Antriebsrädern können das Fördergut in jede beliebige Richtung lenken. Die Fördermodule mit ihren hexagonalen Strukturen lassen sich komfortabel zusammenklicken und zu beliebigen Geometrien aneinanderfügen. Durch die Einzelradsteuerung können Pakete völlig frei auf einer Ebene bewegt werden und mehrere Fördertechnikaufgaben mit einem System realisiert werden. Das war's für heute auf Robotik TV. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Channel, um immer die neuesten Infos rund um die Themen Robotik und Produktion zu erhalten. Bis zum nächsten Mal!